Hallo Leute, herzlich willkommen hier bei Essentially's Hardware and Software Reviews. Heute mit einem kurzen Informationsvideo für euch und zwar zu der brandneuen GeForce GTX Titan Grafikkarte, natürlich von Nvidia. Ja, was gibt es in diesem Video zu sehen? Zunächst ein paar allgemeine Informationen, danach folgen die technischen Daten, die wirklich sehr interessant sind, die Fakten wie Leistungsaufnahmetemperaturen und zum Schluss die Lautstärke werde ich auch kurz nochmal anreißen und euch nahelegen. So, was muss man wissen zur neuen GeForce Titan Grafikkarte? Ja, wer es nicht genau weiß, und zwar haben wir hier den Nachfolger der GTX 680, also nicht der Nachfolger von der 690, weil die 690 eine Dual-GPU-Grafikkarte ist. Wir haben hier, wie gesagt, eine Single-GPU-Grafikkarte und somit ist es der direkte Nachfolger der GTX 680. In der Titan wurde der GK110-Chip verbaut. Dieser unterstützt dann auch natürlich nützliche Funktionen wie GPU Boost 2.0. Natürlich haben wir auch wieder einen PCI Express 3.0 Anschluss und wie immer auch bei der Kepler Grafikkartenarchitektur wird hier ein 6 und ein 8-Pin Stromkabel ja, vorausgesetzt zum optimalen Betreiben der Grafikkarte. So, die technischen Daten finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Hier habe ich einige für euch. Wie gesagt, der Chip GK110. Insgesamt haben wir sage und schreibe 7,1 Milliarden Transistoren. Wir haben eine 28-Nanometer-Fertigung. Einen Chiptakt von 837 MHz, der Boosttakt beträgt 876 MHz. Hier die Shader-Einheiten betragen jetzt 2688 Stück. Und jetzt wirklich zum riesigen Highlight und Neuerung bei dieser Titan-Serie sind 6 GB GDDR5 Grafikspeicher. Der Speichertakt beläuft sich daher auf 3004 MHz. Der Speicherbus oder Speicherinterface beträgt hier 384 Bit und die Speicherbandbreite beläuft sich auf 288,4 GB pro Sekunde. Nvidia gibt derzeit den Stromverbrauch, den maximalen Stromverbrauch von 250 Watt an. Natürlich nur die Grafikkarte, nicht das gesamte System selbst, das sollte eben klar sein. Und wie gesagt, schneide ich jetzt noch kurz technische Informationen zur Leistungsaufnahme, Temperaturen etc. an. Ja, die Leistungsaufnahme beläuft sich laut einigen Informationen derzeit auf 60 Watt im Idle-Modus und unter Last, wie hier auch schon zu sehen ist, Battlefield 3 oder Assassin's Creed 3, beläuft sich das Ganze denn, also das Gesamtsystem mit der Titan auf 304 Watt. Ja, das ist schon mal eine sehr gute Leistung, eine ja, gute Le Zwischenweg hat Nvidia da gefunden zwischen viel Performance, aber weniger Stromverbrauch als die anderen Serien zuvor von Nvidia. Daher, dass weniger ja, Wärme entsteht, kann natürlich auch eine geringere Geräuschkulisse entstehen und dort sind wir auch schon bei der Lautstärke. Im Idle haben wir hier 35 Dezibel, sowie unter Last 49 Dezibel und das geht absolut in Ordnung. Hier rechts seht ihr schon mal den Kühler sowie die Kühlkonstruktion, die ja sehr ähnlich ist einer GTX 690. Wie gesagt, hier bei jeder Angabe hier, die ich hier mache, was darunter zu beachten ist, natürlich was im Idle gemacht wird und was unter Last gemacht wird. Die Temperaturen belaufen sich im Idle auf 29 Grad, was mittlerweile ein Standardwert ist bei Nvidia-Grafikkarten und unter Last 81 Grad. Ja, ich denke, mit einer schönen Wasserkühlung kann man da wesentlich bessere Temperaturen erreichen, aber so sind das auch gute Temperaturen, mit denen kann man absolut zufrieden sein. Und ja, dann wird sich demnächst zeigen, wie gut diese Grafikkarte im Benchmarks ist. Und daher bedanke ich mich natürlich jetzt erstmal fürs Zuschauen, würde mich über Kommentare, Bewertung und übers Abonnieren freuen. Und ja, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.